Eine neue Woche und die Woche beginnt natürlich standesgemäß mit einem Smoothie. In dem Smoothie sind drin getrocknete Hanfsamen, die ungeschält sind, dann Buchweizen, auch roh, ungeschält oder gibt es ja glaube ich gar nicht geschält, dann Braunhirse, Weizengraspulver, Gerstengraspulver, Moringapulver, Ginsengpulver, Neempulver, MSM-Pulver, Chlorella-Algen, Kelbalgen, dann haben wir hier Himbeeren, dann haben wir so tropische Früchtemischung, Grünkohl gefrorenen Spinat, Bananen, Äpfel, Granatapfelkerne, rote Beete, Pastinake, dann noch rote Beete, Blätter, auch alles aus dem Garten und ein Stück Sellerie aus dem Garten. Einfach einen bunten Mix. So, und jetzt gibt es den zweiten Teil von meiner Nudelpackung, die ich mir letzte Woche oder vorletzte Woche gekauft habe. Die hatte ich ja jetzt noch rumstehen und ich hatte mal so einen Appetit auf Nudeln. Und ja, jetzt habe ich die Hälfte der Packung halt rumstehen und naja, dann esse ich die halt auch noch. Und ja, dann gibt es dazu Pilze, dazu Topinambur aus dem Garten, ein bisschen chinesisches Gemüse aus der Tiefkühltruhe, ein bisschen Suppengemüse aus der Tiefkühltruhe und ich habe ein bisschen Miso mal probiert, so eine Würzpaste, die habe ich mit reingemacht. Dazu halt ein paar Gewürze und so, das lasse ich mir jetzt schmecken. Ach, Cashewnüsse noch und Sesam. So, noch rechtzeitig dran gedacht, dass ich ja filme. Und zwar ist das jetzt sozusagen mein Smoothie, Morgensmoothie, genau wie gestern alles drin. Ja, und den gibt es jetzt wieder zum Frühstück. Unspektakulär, 2,5 Liter. Alle Vitamine, alle Mineralstoffe und alle Aminosäuren sind bereits enthalten für den Tag. So, jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Jetzt gab es 4 Bananen und ein paar gefrorene Himbeeren. Das habe ich einfach zusammen gemixt. Das wird dann so ein kalter Fruchtpudding oder wie auch immer das nennen will. Auf jeden Fall, ja, ziemlich genial. Himbeeren und Banane schmeckt genial. Genau, das gibt's jetzt und ja, heute Abend gibt es dann auf jeden Fall noch was, weil das war mal so ein Zwischensnack. So, und zum Abend gibt es Kartoffeln aus dem Garten und ja, so chinesisches Gemüse aus der Tiefkühltruhe, das zusammengeschmissen, ein bisschen smoky Aroma reingemacht, so Liquid Smoke, ja, ein bisschen Knoblauch, ein paar Zwiebeln und ja, das war so ein bisschen Sojasauce zum Abschmecken. Genau. Heute Morgen wird es richtig wild und zwar gibt es hier ein paar Brötchen, ein paar aufgebackene Orangen und dazu Kombucha. So, jetzt gibt es hier so einen Tomaten-Gurkensalat mit Zwiebeln und mit Feta-Käse. Allerdings ist das der Feta-Käse, dieser Mandel-Feta, wo ich das Video gemacht habe, den ich nachgemacht habe von Rohe Energie. Und naja, mal sehen, wie das jetzt mit dem Salat schmeckt. So alleine der Feta, geschmacklich ganz gut, Konsistenz war halt ein bisschen blöd. Aber, na mal sehen, aber vielleicht kann man da aufbauen, indem man das dürrt und vielleicht ein bisschen Flohsamenschalen rausmacht und so, einfach reinmacht. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Federsalat. So, und jetzt nach dem Live-Talk, den ich gerade hatte, habe ich jetzt quasi mir einen schönen großen Früchteteller zusammengestellt. Das heißt, das sind 4 Orangen und eine Melone. Morgens geht es wieder los mit einem Smoothie. Wieder drin ist Weizengraspulver, Gerstengras und Moringapulver. Dazu ungeschälte Hanfsamen, dann diesen Buchweizen, dann frischen Ingwer und frischen Kurkuma. Nee, halt, frischer Ingwer habe ich heute nicht dabei. Frischer Kurkuma, frischer Ingwer ist alle. Ja, dazu MSM-Pulver, noch Kelbalgen, Chlorella-Algen. Chlorella-Algen heute das letzte Mal. Und danach werde ich erstmal eine Pause machen für ein bisschen Chlorella. Und ja, ansonsten halt Himbeeren sind noch drin, tropische Früchtemischung, Bananen, Granatapfelkerne, Grünkohl, Spinat, rote Beete, Apfel und noch Pastinake. So, jetzt ziehe ich mir 8 Orangen rein. Ich werde die alle aufschneiden, klein schneiden und ja, dann verputzen. So, jetzt gibt es eine große Melone, also nicht eine Honigmelone, sondern die hieß irgendwie anders. Auf jeden Fall auch so eine etwas kleinere große Melone. Okay.
So, ich bin jetzt wieder auswärtig unterwegs und ich nehme mal endlich mal ordentliche Bananen mit. Bisher hatte ich ja immer, wenn ich unterwegs war, das letzte Mal Bananen irgendwie unreifen. Aber ich habe jetzt wieder Vorräte gemacht und habe jetzt immer reife Bananen da. Das heißt, ich werde jetzt eine Staude mitnehmen. Das sind 6 Bananen und jo, das war's. So, jetzt gibt's 4 Äpfel. Jetzt gibt's einfach mal eine Portion Datteln. Das sind 200 Gramm, nichts Besonderes, aber einfach ein bisschen was Süßes zum Snacken. Heute Morgen gab es wieder einen Smoothie, ich habe ihn leider wieder ein bisschen zu spät aufgenommen, aber wie gesagt, ein großer Smoothie zum Morgen. Gestern Abend gab es übrigens, war ich im Green Soul, das ist ein Restaurant und ja, da habe ich nur leider die Kamera nicht mitgehabt, aber da gab es als Vorspeise 4 Kugeln veganes Eis, als Hauptspeise einen veganen Zwiebelbraten und als Nachspeise nochmal 4 Kugeln Eis. Das war gestern Abend. Immer ein bisschen schade, dass das bei mir alles aussieht wie Kotze. Aber das schmeckt mega lecker. Das ist, das sind schwarze Bohnen, dazu Blumenkohl, Cranberries, Cashewnüsse und Zwiebeln. Genau, das ist alles ein bisschen mit abgeschmeckt mit Hafersahne und Sojasauce, ein paar Gewürze dran, Mangopulver und ist mega lecker, sieht aber jedes Mal aus wie Scheiße. Aber mir ist das egal. Ne? Ich sehe nur, wenn ich meine Food Diary sehe, und sehe die anderen mit ihrem Blümchen oben drauf und noch ein Kränzchen und so weiter. Das sieht alles richtig geil aus. Bei mir sieht es richtig scheiße aus, aber dafür schmeckt es bei mir besser, da bin ich mir sicher. So, und jetzt gibt es noch ja, quasi ein Eis, was natürlich ein bisschen flüssig ist. Das sind 4 Bananen und 4 Hände voll Himbeeren. Und das ist einfach im Smoothie zusammengemacht und mega lecker. Und noch ein bisschen Stevia rein, damit es auch süß wird.